Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was kunst du? Denn das ist hier die Frage, die ich an meine Gäste richten werde. Heute folgende Themen bei unserer Sendung. Donald Trump sagt, let's make America great again. Er ist leider nicht bei uns, denn er spricht ja nicht mit der Presse. Jedenfalls nicht mit Tide. Never look back again, habe ich mir dabei gedacht und ein Künstler eingeladen, der in diesem Moment ein gleichlautendes Buch herausbringt. Es handelt sich um den wahrscheinlich im Sternzeichen des Nassermann geborenen Künstler Nassermann. Außerdem mit dabei eine Frau. Sie ist die Hein von www.heinundhein.de und seit Jahrzehnten die Gattin von Professor Carsten Hein. Er ist der Hein von www.heinundhein.de. Doch sie kann auch allein sein und dann macht sie Kunst. Et voilà, heute ist sie da. Wir verbeugen uns vor Hilke Hein. Danke. Mit Professor Dr. Bernd Kretzmann hatten wir bereits einen Architekten unserer Sendung, der neben dem Beruf malte. Heute haben wir einen Architekten eingeladen, der für die Kunst die Architektur an den sprichwörtlichen Nagel gehängt hat. Hermann Hinrissen ist bei uns. Freuen wir uns auch auf eine Sendung mit dem Prädikat künstlerisch wertvoll. Nassermann. Im Sternzeichen ist Nassermann geboren, ne? Kann man? Nein. Kann man so? Nein, kann man nicht so sagen. Ich bin im September geboren, bin Jungfrau. Ah, okay. Trotzdem mit dem Geboren im Sternzeichen Nassermann, dachte ich mir, würde den Nagel auf den Punkt treffen. Den Nagel, an den unser Gast Hermann seinen Architektenberuf gehängt hat. Weil dein Leben eigentlich als Künstler oder mit dem Künstlerdasein vor 15 Jahren neu begann. Offiziell, ja genau. Offiziell. Offiziell, vor 15 Jahren habe ich begonnen, nur noch Kunst zu machen. Davor habe ich Innenarchitektur studiert und auch noch Berufserfahrung ja, gesammelt. Noch ein Architekt. Und dadurch, dass ich einfach da mich nicht damit identifizieren könnte, dann habe ich gesagt, stopp, da sehe ich mich nicht rein. Da will ich woanders hin. Und dann habe ich gesagt, da will ich in die Kunst. Habe ich sofort aufgehört und da angefangen. So ähnlich war das bei Hermann auch. Na, nicht ganz so. Also ich habe ja nun immerhin fast 35 Jahre als Architekt gearbeitet und hatte nebenbei gemalt. Mhm. Und das war ein willkommener Ausgleich zu diesem Beruf. Das habe ich schon gemerkt, mit Farben umzugehen. Als Architekten, also in meiner Generation, hatten wir es ja gar nicht mit Farben. Wir kannten Grau und Weiß und Schwarz als Architekten. Vielmehr haben wir nicht gewagt. Wir hatten, aber mit dem Zeichnen hattet ihr es, nicht? Das mit dem Zeichnen, ja. Aber das Malen entwickelte sich dann erst allmählich und war ein Ausgleich. Und ich habe dann nur mit 61 Jahren gesagt, so, es reicht jetzt. Ich hatte ein bisschen Ersparnisse und habe gesagt, okay, jetzt möchte ich malen. Mhm. Und habe damals auch im Brustton, der, als es soweit war, im Brustton der Überzeugung gesagt, ich kann 10 Stunden am Tag malen. Ich bin da Arbeiter. Aber das war dann natürlich überhaupt nicht so. Ich glaube, das kann kein Mensch. Also weiß ich nicht, ob das kein Mensch kann, aber ich konnte es nicht. Es kamen durchaus Krisen und es hat gedauert, bis ich, sagen wir mal, diesen Umbruch zwischen Architekt sein und Maler sein geschafft habe. Aber jetzt habe ich ihn weitgehend geschafft, weitestgehend. Also grundsätzlich könnte man zusammenfassend sagen, der Hermann ist der Mann, der sagt, ich war dann so reich, dass es reicht. Die Frage, worauf das abzielt, ist, hast du wirklich das Kunstschaffen zu deinem neuen Beruf gemacht? Ja. Tatsächlich. Also es ist ein Beruf, es ist eben kein Hobby allein. Also ich würde es nicht, ich glaube, ich bin weiter als ein Hobby. Ich glaube, das kann ich so ganz selbstsicher sagen. Mhm. Klar bin ich Autodidakt. Ich habe viele
kleine, also diese wöchentlichen Kunstkurse gemacht, die hier überall in Hamburg angeboten werden. Aber im Grunde genommen bin ich Autodidakt und beschäftige mich aber gern auch mit Literatur über Kunst und male auch so viel, dass ich glaube, dass ich ein Stückchen weiter bin als ein Hobbymaler. Und klar, also man könnte auch sagen, ich verkaufe ja auch Bilder. Also dann ist es doch schon ein Stück weit wieder mein Beruf. Ganz genau. Das war nämlich so ein bisschen die Frage, wenn es ein reines Hobby ist, ein Zeitvertreib, sagen wir. Nee, das ist eine Sache, dann hätte das ja gestimmt. Ich bin reich, ich brauche nicht mehr arbeiten, ich widme mich meinen Hobbys. Hat natürlich eine andere Perspektive sicherlich, als wenn man sagt, ich ersetze meinen Beruf mit einem anderen Beruf. Und der Beruf des Künstlers ist ja durchaus ein sehr ernstzunehmender Beruf. Natürlich. Das ist ja keine Spielerei, sondern da hängt eine ganze Menge dran. Natürlich. Und natürlich ist es auch immer die Frage, was verdient man? Kann man davon leben? Kommt man zurecht im Leben? Mhm. Und Nasserman, du bist ja auch Berufskünstler. Ja, ich bin auf jeden Fall Berufskünstler. Ich bin ja im Endeffekt bewusst von der Architektur oder in Architektur, da habe ich dann sofort gestoppt. Ich sah mich nicht da in dieser Rolle als kreativer Mann, sondern ich war ich musste nur funktionieren, ja? Wünsche erfüllen. Das war nicht mein Ding. Ich wollte eher Herr meiner eigenen Entscheidungen sein. Und in so einem Beruf als Architekt, vielleicht weißt du das schon, da gibt es so viele Wünsche, dass man selber nie, also es sind Einschränkungen da. Unglaublich viele Einschränkungen, nicht nur von den Gesetzen, sondern auch noch von den Bauherren und die Kunden, die immer sagen, nee, das gefällt mir nicht oder das passt nicht. Und dann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, das ist das nicht. Viele sagen, ich war mutig, diesen Schritt zu machen. Aber ganz ehrlich, ich bereue keinen Moment, in dem ich diese Entscheidung getroffen habe. Im Gegenteil, ich habe gesagt, gerade erst recht, jetzt möchte ich meine Entscheidung selber treffen können und dann die Resultate, die ich sehe, möchte ich selber steuern und dann in die Welt senden. Die Welt muss damit auch klarkommen, wenn ich dann arbeite. Und dann diese Ausstellung im Endeffekt ist der Abschluss eines Zyklus, ein Prozess. Und dann geht es ja weiter, indem ich dann sage, da habe ich meine Arbeit gemacht, jetzt geht was anderes los. Und das ist sehr aufregend, das ist sehr schön, weil man merkt auch diese Welle, die geht hoch und runter ständig. Es gibt halt Kreativphasen, es gibt halt Flopphasen, wo man gar nicht irgendwie denken kann, wo man nicht produzieren kann. Aber für mich ist es ja so, Literatur und Kunst. Zwei Komponenten, die kann man zusammenfügen. Da ist man sehr produktiv und sehr effektiv bei seiner Sache. Ich habe ja auch studiert beim Professor Dr. Peter Sloterdijk, Philosophie und Ästhetik für ein Jahr. Ich war in Karlsruhe Stipendiat. Und da habe ich gelernt, die Selbstreflexion, Selbstkritik, sich selbst hinzustellen, zu sagen, hier bin ich und ich kann drum herum laufen und mich sehen und dann das Beste rausholen aus meiner eigenen Kreativität. Ich habe auch natürlich auch in der Kunstakademie in München studiert, auch abgeschlossen. Und genau, dann begann halt eben die Reise um die Welt, nämlich auch mit verschiedensten Galerien gearbeitet, viele Kunstmessen besucht und auch noch ausgestellt. Und irgendwann mal bin ich dann doch gelandet in Belgien, in Antwerpen, bei einer Galerie Annette de Keyser. Die mich verstehen konnte und mich vermarkten konnte. Und vor allem die Zusammenarbeit ist wunderbar, dass ich mich wohlfühle da. Die Belgier sind kunstverrückt und die mögen das einfach, Neues zu entdecken. Und dann, da habe ich mich etabliert. Und dann geht es jetzt immer weiter, indem ich auch noch in Italien unterwegs bin oder auch in Detroit habe ich auch eine Ausstellung gerade letztes Jahr gehabt oder Das sind verschiedene Komponente, die gerade eben passen. Und da finde ich mich wiederum im richtigen Fleck. Die Architektur hat es nicht bedient, die Kunst aber schon. Die Frage war ja, du machst das beruflich. Und die dritte im Bunde, Hilke Hein, vermute ich mal, wenn ich deinen Lebenslauf betrachte, ist auch Beruf, nicht? Ja, das ist auch dein Beruf. Ich habe das studiert. An der Fachhochschule für Gestaltung damals, abgeschlossene Ausbildung, war in Agenturen,
nachher erstmal. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe Studien, also willige Schüler vorbereitet auf die Hochschulen mit Mappenvorbereitung. Die waren also zum Teil einen ganzen Tag bei mir. Zu der Zeit habe ich vorwiegend Aquarell gemacht, weil das relativ von der Technik her schnell geht. Und die Ölbilder sind jetzt, diese beiden Ölbilder sind jetzt erst entstanden. Aha, also Schwerpunkt Aquarell bei dir? Erstmal ja, also jahrelang war, okay, war das Schwerpunkt. Und Drucktechniken habe ich noch gemacht. Mhm. Und bei dir ist es auch Aquarell, nicht? Bei mir ist es auch das Aquarell, ja. Weil es schnell geht? Nee, das hat mich eben überrascht. Ich habe das gemerkt. Du zuckst es ein bisschen zusammen. Merklich. Also manchmal geht es schnell. Manchmal geht es schnell, wenn man schon den halben Tag gemalt hat. Oder mir geht es so, wenn ich den halben Tag gemalt habe und ich weiß, ich muss nichts mehr Richtiges bringen. Und dann noch schnell mal Farbreste vermalen und schnell was hinkritzeln. Dann geht's schnell, da gebe ich dir recht. Aber sich morgens um 10 hinzusetzen und zu sagen, ich habe ganz viel Zeit und ich will jetzt Aquarelle malen, puh, dann geht's erstmal ganz, ganz langsam los. So kenne ich das. Also meine Aquarelle gehen dann auch nicht schnell. Ich habe da auch so, man muss ja arbeiten. Ich arbeite auf feuchtem Papier, oben wird's abgetrocknet und wenn ich dann weiterarbeiten will, muss ich das trocknen lassen und neu wieder anfeuchten, also um wieder reinzugehen. Ist das so bei Aquarellen? Das ist, jeder hat da seine... Das macht man so, also jeder, glaube ich auch, hat da sein eigenes Tempo. Mhm. Und natürlich kann man auch ganz bedächtig arbeiten. Dann ist es trocken und man kann es wieder ansprühen mit Wasser überall. Das Blatt wird wieder nass und man kann wieder auf dem feuchten Blatt weitermachen. Aber so richtig empfehlen kann ich das nicht. Also es ist schon ganz gut beim Aquarell, wenn man erst mal drin ist, ein bestimmtes Tempo zu machen, weil man das, glaube ich, immer dem Blatt nachher anmerkt, dass zügig gearbeitet ist, dass nicht so viel überlegt worden ist, dass nicht alles so millimetergenau irgendwie verfolgt worden ist, sondern dass eine Haltung drin steckt, die einfach was gewagt hat und gesagt hat, okay, mach los. Wenn es für einen Papierkorb ist, dann ist es eben so. Okay, das klingt so ein bisschen kritisch, ne? Ja, also das sind jetzt auch verschiedene Zeitmaße, denke ich mal. Wenn man es anguckt, denke ich, sieht man auch, dass es nicht von der schnellen Sorte ist, sondern auch genau überlegt und geplant von Anfang an. Und es ist auch nicht meine Technik, dass total verlaufen zu lassen, was man machen kann, sondern doch gezielt glatte Linien und jetzt nickt der. So manches Aquarell hat auch zwei unterschiedliche Wege, ne? Ja, ja, hat auch zwei an verschiedenen Tagen wieder angefangen. Das ist also nicht das Fortsetzen des Bildes, meinst du? Das Fortsetzen des Bildes, ja. Aber geplant muss es praktisch von Anfang an sein. Okay. Das Schöne ist ja die Freiheit in der Kunst. Das heißt, eigentlich kann es ja jeder so machen, wie er möchte, oder? Ja. Muss man sich an Regeln halten? Nein. Also es gibt natürlich ganz viele Regeln und manchmal ist es auch gut, wenn man sich dran hält. Aber man kann auch immer wieder alles über den Haufen werfen. Also ich gebe ja auch Kurse, so, wo 7, 8 Menschen, Leute versammelt sind. Jeder verfolgt etwas anderes und es ist da auch nicht meins, sie irgendwie zusammenzufärchen, sondern möglichst das, was jeder möchte, irgendwie ein Stück weiterzubringen. Und da merke ich, alle sind unterschiedlich unterwegs. Manche mögen es ganz schnell, sind nach einer halben Stunde fertig mit einem Bild und manche baggern an so einem Bild komplett 2, 3 Abende herum. Das ist einfach so. Und wenn ich hier das Bild von Hilke sehe, dann denke ich auch, da sind so viele Schichten drauf. Du hast, glaube ich, auch, du hast da eine ziemlich große Genauigkeit in deinen Bildern drin. Da sind sehr viel
auch ganz klar ausgeprägte geometrische Formen. Ja. Dann, ne? Ja, das kennen wir aus dem Duo Hein und Hein ja durchaus. Dein Mann war ja bei uns in der Sendung. Ja. Ich glaube, ja. In der Märzausgabe war das. Planung, ja. Bei ihm ist es ja noch ganz anders. Da ist es ja wirklich alles durchgeplant. Ja. Und mathematisch berechnet kann ich glaube ich sagen. Also das geht ja ganz straight durch. Mhm. Das muss man schon bewundern, also was er da auf die Beine gestellt hat im Laufe seines Lebens. Und dieses Lebenswerk, kann man ja wirklich sagen, betrachtet. Ja. Und ihr beide schafft ja euer, jeder für sich, Lebenswerk schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, seid ihr ein Paar. Ihr geht gemeinsam durch dieses Leben. Und alleine das ist ja eine Kunst, so lange zusammen zu sein. Darf man sagen, ich glaube, 50 Jahre sowas in dem Dreh? So um die 50 Jahre, so seid ihr ja wohl schon miteinander unterwegs. Ne? Ja. Also das ist ja eine ganz beachtliche Leistung. Mhm. Und ihr seid beide Künstler. Ja. Und jeder für sich. Aber trotzdem gibt es ja irgendwo etwas, was euch offenkundig verbindet. Ja, auch Geduld haben. Es ist ja nicht immer, dass gleich das Resultat da ist und dass es gleich umgesetzt wird in Geld oder auch mit diesen Dingen muss man ja Geduld haben. Ja, umgesetzt in Geld. Nicht? Das ist ja immer so eine Sache. Man muss natürlich, wenn man das beruflich macht, ja, die Werke verkaufen, damit man letztlich auch davon leben kann. Ne? Ja. Ganz klare Geschichte. Mhm. Bei der Mann ist es ja so, der hatte die Professur. Da war natürlich schon mal ein Geld gesichert. Ja, nicht? Das war ja schon mal ganz schön. Bei dir, du sagtest, okay, du hast was gespart gehabt. Aber also ich muss nicht davon leben. Du musst nicht davon leben? Nein, ich muss nicht davon leben. Ich finde es schön, wenn ich was verkaufe. Das ist, glaube ich, so eine alte Kaufmannsseele, die ich von meinem Vater habe. Aber ich muss nicht davon leben und das finde ich auch ganz, ganz wesentlich. Also das ist das, was ich nur bestätigen kann, was du eben sagtest von diesem Architektsein. Dieses ständige sich verkaufen müssen, die Erwartungen der Kundschaft zu erfüllen. Ich habe es gemocht, aber ich habe irgendwann auch gedacht, es ist gut. Ich möchte jetzt machen, was ich nicht nach außen verantworten möchte. Und ich habe deshalb natürlich auch diesen Architektenberuf so lange gemacht, bis ich wusste, okay, ich kann mit dem Ersparten klarkommen und auch mit meiner Rente klarkommen. Und ich kann dann, wenn ich Bilder male, machen, was ich will. Ich freue mich, wenn ich was verkaufe, aber es muss nicht sein. Das ist auch genau der Punkt, ja, weil ich habe ja ganz früh aufgegeben, ja, also ich war Ende 20 habe ich meinen Beruf aufgegeben und dann sofort dann halt eben mit Kunst begonnen und da hatte ich ja keine Ersparnisse, dann musste ich über Stock und Stein gehen und denken, ja, das Nächste und das Nächste, aber wenn man an irgendwas glaubt und dann sofort umsetzt, dann wird man das Licht sehen irgendwo und dann geht es weiter, es geht immer weiter. Okay. Das ist eine ganz andere Biografie natürlich. Ja? Natürlich. Genau. Ich find's auch sehr mutig. Ich glaube, ich darf das so sagen, ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Also ich glaube, so im Nachhinein betrachtet, ich hätte es nicht gepackt. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich machen kann, was ich will. Dass ich auch heute ein Projekt habe, Porträt zu malen und morgen mache ich Landschaften und übermorgen fahre ich in den Hafen und mal in der Hafencity in irgendeiner Baugrube. Ja. Das finde ich so toll. Und dieses Bilder, also ich bin da ganz froh, dass ich mit Architekt sein und Baustellen und dass ich da mein Geld verdienen konnte. Auch. Hilke, du hast ja dein ganzes Leben in der Kunst verbracht, von am Beginn, nicht? Oder gab es da vorher noch einen anderen Beruf? Nein, ich habe letzten Endes das Studium gemacht und dann war ich in Agenturen, wo ich also festes Geld bekommen habe, ein Gehalt. Und dann habe ich ja auch jahrelang Schüler gehabt, Unterricht gemacht, also Privatschüler. Die Hermann ja inzwischen auch hat. Ja, ich mache so Kurse ganz genau. Am Abend. Ja, also Mappenvorbereitung für das Studium. Ja. Also das sind Möglichkeiten, wo man dann eben als Künstler auch was verdienen kann, um so ein bisschen den Lebensunterhalt zu sichern. Aber am Ende muss oder möchte man seine Werke natürlich auch verkaufen.
Man möchte vielleicht zeigen, ja gut, vielleicht macht man Ausstellungen, aber was ist der Sinn einer Ausstellung? Wahrscheinlich dann auch was zu verkaufen. Nur sie zu zeigen, ohne dass einer kauft, ist ja wahrscheinlich dann auch nicht im Sinne des Künstlers. Das kann Frust sein. Also, wie bitte? Das kann Frust sein. Das kann Frust sein, ja. Naja gut, also ich habe auch Künstler erlebt, die das wirklich so wie ein Hobby betreiben und die dann eigentlich sich alle selbst beweihräuchern. Sie wollen immer ausstellen, ausstellen, ausstellen. Dann kommt die Familie, die Freunde, die kaufen natürlich alle nichts. Ne? Dann wird Kaffee getrunken und oder meinetwegen auch Champagner, ist ja egal, aber ist nicht so. Und vielleicht berichtet dann ja das Lokalblattchen da irgendwo aus dem Stadtteil, dass da eine Ausstellung war. Dann fühlt man sich also ganz großartig und fühlt sich ganz toll. Das hat ja ich ausgestellt. Das kann im Sinne eines professionellen Künstlers natürlich nicht der Zweck der Übung sein. Bei irgendwelchen Leuten, die sagen, ich habe da so ein schönes Hobby, ne? Ich mag das alles gehen. Aber wenn ich davon leben will, von diesem Beruf und nicht das Vermögen geerbt habe oder irgendwie auf dem Haufen habe, dann muss ich ja Geld verdienen. Und dann muss ich natürlich schon gucken, ich brauche einen guten Galeristen möglicherweise. Hilke, du hast Galerie Menzen aus Norderstedt. Ja, ja. Da bist du sehr gut aufgehoben, sehr anständige, gute Galerie, die auch der Mann vertritt. Und ja, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hast du einen Galeristen oder machst du das alles selber? Nein, ich bin auch an einer Galerie dran. Okay. Ich bin ja auch Mitglied der Hamburger Aquarellwerkstatt. Mhm. Diese Malgruppe, die also auch Ausstellungen organisiert. Mhm. Und wir haben immer wieder Ausstellungen gemacht. Mhm. Ich mache im Grunde genommen im Jahr 2, 3, 4 Ausstellungen. Entweder mit der Aquarellwerkstatt oder aber auch alleine. Es gibt ja auch immer mehr Firmen, Unternehmen, die sagen, oh, wir haben tolle Flure, tolles Licht auf den Fluren, wir besorgen uns mal Künstler. Das habe ich auch schon gemacht, 40 Bilder ausgestellt in so einer Firma. Und zum Thema Verkaufen zurück, das ist mal so, dass man dann richtig 5, 6 Bilder verkauft und dann hast du plötzlich wieder eine Flaute, wo du denkst, die Leute mögen meine Bilder nicht oder irgendwas ist oder keiner hat Geld oder dann, da braucht man ein sehr, sehr dickes Fell, um dann zu sagen, okay, diesmal nicht, beim nächsten Mal vielleicht wieder. Ja, und da kommen wir zu dem Punkt, dass man vielleicht ja auch wieder in so eine Schraube kommt, weil man liefern muss für den Markt. Da stellen wir, man hat Erfolg mit einer gewissen Richtung, die man in seiner Kunst gerade macht. Jetzt läuft das Ding gerade. Man will aber eigentlich schon wieder was anderes. Das war ja euer Thema, ne? Dass er gesagt hat, oh, weg vom versteckten Beruf zum Beispiel. Wir wollen da ja heute, dies, morgen, das. Muss alles so gehen. Das akzeptiert der Markt vielleicht nicht. Weil der Markt sagt, ich brauche immer Kirchtürme. Und du sagst, ja, aber ich will auch irgendwelche anderen Sachen, Landschaften oder Porträts oder egal, also irgendwas machen. Da steht mir gerade der Sinn nach. Jetzt kommst du doch in das gleiche Thema wie bei den Architekten, wo die Bauherren sagen, bau mir mal ein Reihenhaus. Das sind die Reihenhäuser, finde ich doof. Ich würde lieber die Elbphilharmonie bauen. Gibt es jetzt aber nicht so viele Auftraggeber für. Ne? Das ist ja die Frage. Nassermann, wie ist es bei dir? Ja, also es ist streng geregelt. Also der Kunstmarkt bedient man nicht. Der Kunstmarkt bedient sich. Ganz, ganz krasse Aussage. Ne? Genau. Also er macht nicht, was der Kunstmarkt von ihm verlangt. Du bist immer so ein bisschen gegen, ne? Immer so. Nee, ich bin nicht dagegen. Ich bin einfach gegen die Gesetze. Ich bin Idealist und Perfektionist. Ich glaube, dass es damit zu tun hat, wenn jeder Künstler an diesem Planeten nur noch einen Kunstmarkt bedient, dann sind wir abhängig. Und diese Abhängigkeit darf nicht in der Kunst stattfinden. Das heißt, der Kunstmarkt ist nur da, weil Künstler gibt und Kunst gibt. Und wenn wir dann anfangen, jeder Künstler als Persönlichkeit zu sehen, als Typ zu sehen und als eine Kunstrichtung zu sehen, nur so funktioniert eine gute, heile Kunstwelt. Ich bin der Meinung, klar, ich bin auch streng zu mir selbst. Ja. Ich habe einfach einen Traum und einen Wunsch. Dieser Wunsch heißt knallhart, ich möchte einer der bedeutendsten Künstler seiner Zeit zu sein. Ja? Alle werden sagen, ja, du hast einen Vogel, gerne. Ich liebe es, wenn die Menschen gerne in meiner Sendung so etwas sagen. Ja, gerne. Das ist spektakulär, das ist eine Aussage, da kann man mal was mit anfangen, hat sich noch keiner getraut.
Ja, der erste. Aber das ist ja genau der Punkt. Also warum soll ich mich jetzt umstellen und nur noch den Kunstmarkt bedienen und Ausstellungen zu machen ohne Ende? Es gibt halt wirklich Künstler, sagen wir mal Bekannte von mir, die machen 12 Ausstellungen im Jahr. Wofür? Ja, das ist das Nächste. Für meinen Geschmack, ich habe es auch früher gemacht. Ich muss mir so sagen, ich war auch schon mal jung. Ja, und ich habe einfach auch meine Ausstellungen, auch 12 Ausstellungen in einem Jahr gemacht und plötzlich merkte, da ist die Qualität, die einfach verloren geht. Mhm. Da ist einfach diese Objektivität und das ist einfach auch dieser Punkt, den ich einfach als Ziel gesetzt habe, der geht verloren. Ja, und das kann nicht sein. Mein Ziel ist, ein internationaler Künstler zu werden. Und das habe ich zwar geschafft, aber ich musste auch über diese Hürden auch gehen. Ja? Nach dem Motto, du stellst bei dem Galeristen aus und dann wirst du einfach entweder betrogen oder er kümmert sich ja gar nicht um deine Arbeit. Er weiß gar nicht, wie du funktionierst. Was sind deine Idealismen? Was sind deine Strukturen? Wie arbeitest du denn? Das interessiert ihm nicht. Was diesem Galeristen interessiert, ist verkaufen und eben die Vernissage, ja? Dass das alles gut läuft und dass viele Leute da kommen. Völlig irrsinnig finde ich das Ganze, weil ich bin der Meinung, da geht es danach in dem Moment gar nicht mehr um die Kunst selbst und den Künstler, sondern es geht um irgendwelche anderen Dinge. Und das will ich nicht vertreten. Da bin ich ja auch knallhart bei der Sache. Ich will das nicht einfach mal vertreten. Mein Idealbild wäre, wenn Galerien und Museen sich damit beschäftigen, einen Künstler erstmal kennenzulernen, seine Richtung kennenzulernen und dann auch noch mal natürlich zu sagen, okay, entweder ich zeige es oder ich zeige es nicht. Das ist eine Entscheidung, die die anderen treffen müssen. Deswegen, ich mache nur meine Arbeit. Es interessiert mich nicht, ob die einen oder anderen das wollen oder nicht. Es ist mir wurscht. Das ist das nämlich. Ja, aber am Ende musst du natürlich auch verkaufen, wenn du davon leben möchtest. Das machen andere. Wenn ich mich um meine Qualität kümmere, die Qualität meiner Arbeit und meiner Persönlichkeit, weil das gehört auch zur Kunst. Ja? Also ein Kunstwerk und Künstler, die machen nur eins. Ja, wenn irgendwie die Kunst super ist und der Künstler natürlich voll daneben ist, dann kann es einfach Turbulenzen geben. Ja? Da kann sein, dass der Künstler vielleicht dann nicht das schafft, was man eigentlich schaffen könnte. Nämlich auch ein Vorbild für die Kunstwelt zu sein. Wir haben ja auch eine Funktion, eine Vorbildfunktion. Ja, genauso wie der Lehrer eine Vorbildfunktion hat, genau wie der Vater oder die Mutter, genauso wie viele andere Menschen, da wo sie ihren Beruf ausüben, haben eine Vorbildfunktion. Und als Künstler hat man diese Vorbildfunktion, indem man diese Welt der Kunst bereichert und nicht eben nur noch versucht, ständig irgendwie sich selbst zu feiern. Das ist es nicht. Ein Mann mit Standing. Deine belgische Galeristin geht den Weg offenbar mit. Voll dabei. Und das tut sie wahrscheinlich auch nur deshalb, weil sie auch weiß, dass sie deine Werke verkaufen kann, obwohl das so ist. Hilke, wie ist das bei deinem Galeristen? Was würde er sagen? Er hat wahrscheinlich eine gewisse Erwartungshaltung. Was wird von Hilke Hein geliefert? Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch bei deinem Mann der Fall ist, denn da liegt ja ein hoher Wiedererkennungswert drin. Wenn einer von euch beiden oder ihr beide parallel auf einmal ganz was anderes machen wird. Das wird uns nicht einfallen. Aha, ganz andere Aussage, nicht? Wahrscheinlich würde dein Galerist sich auch die Haare raufen, weil er sagen würde, ja Mensch, also es muss doch der Wiedererkennungswert da sein. Vielleicht ist dein Wiedererkennungswert, dass es keinen gibt. Ja, dass man Spektrum immer erwarten. Überraschungen erleben kann. Das ist und das ist ja eigentlich das, was wir heute Abend hier in dieser Sendung erleben. Du bist der erste Künstler, die Wände hängen zwar voller Kunst, aber von den beiden Kandidaten hier. Du hast keine Kunstwerke mitgebracht. Nein, das bin ich auch selber. Ich habe das noch nie erlebt. Ja, ich bin auch selber eine Skulptur. Ja, Living Sculpture. Okay, aber normalerweise kommen die alle und streiten sich um die Plätze, wo sie hinhängen dürfen und möglichst viel. Das ist immer so ein bisschen die Haltung unserer Künstler, die wollen was zeigen. Jetzt kommst du hier an und ich sage, meine Kunstwerke, ja, ich habe keine dabei. Genau. Und das ist auch dein Konzept so ein bisschen. Es ist nicht so, dass du keine Kunstwerke schaffst, das machst du schon. Ja. Man kann sie auch kaufen. Genau. Und wenn du Ausstellungen gemacht hast in der Vergangenheit, hast du mir erzählt, da hast du keine Kataloge gemacht. Überhaupt nicht. Das war für mich ein Tabu, weil ich habe auch Vorbilder,
Bekannte oder andere Künstler, die zu jeder kleinen Ausstellung oder je nachdem, haben den Katalog rausgebracht. Ich bin ein Freund der Natur, ich möchte nicht so viele Bäume fällen. Und ich möchte auch nicht... Nee, so viel, was in den Katalog steckt. Ja, und dann auch natürlich die ganze Arbeit, wie es dahinter steckt und der ganze Idealismus, was dahinter steckt. Das muss wie, also das ist eine Visitenkarte für die Persönlichkeit. Ein Buch sollte eine Person repräsentieren und nicht eine Ausstellung. Ja, und das ist genau das Problem. Ich habe einfach mal viel Geduld gehabt und ich habe gesagt, wenn ich ein Buch rausbringen möchte, das muss was Besonderes werden. Und das ist was Besonderes geworden, indem ich erstens einen Abschluss von einem Zyklus erstmal darstelle, nämlich der Titel meines Buches heißt Never Look Back Again. Das heißt im Endeffekt, ich habe einfach mit irgendwas abgeschlossen, was ein Berg an Gedanken und Arbeiten und Erlebnisse und so weiter, alles abgeschlossen, jetzt geht es wieder weiter. Und ich lebe auch in der Zukunft. Im Endeffekt, das Buch, was ich gemacht habe, ist eigentlich eine Zeitschleife, ja? Die ich schon erlebt habe. Und jetzt bin ich schon längst 1000 Jahre weiter. Ja? Und wenn man es reflektieren kann. Und das Buch ist einfach nur mal erst jetzt erschienen. Ja? Und nicht rechtzeitig zu einer Ausstellung. Das ist ganz einfach. Ist es vielleicht so etwas wie Memoiren? Kann man auch sagen, ja. Nun ist es ja so. Du bist ja so ein bisschen der kleine Diva. So. Du hast mir ja klipp und klar gesagt, worüber ich mit dir sprechen darf, worüber du nicht zu sprechen wünschst. Ich habe hier so ein Exemplar in der Hand und ich darf das mal in die Kamera halten, denn es ist das Einzige, was ich von Nassermann hier heute zeigen darf, kann und werde, weil ich mich natürlich an die Vorgaben halte. Vielleicht kann die Kamera das mal ranzoomen und einfangen, sodass der Zuschauer das sieht. Ich darf das Buch nicht aufschlagen. Nein. Ich darf nicht zeigen, was drin ist. Aber ich kann natürlich jetzt mal so... Aha, okay. Das macht natürlich neugierig. Ist das auch so ein bisschen die Mache, sagen wir mal, die Machart, wie ich die Leute interessiere? Du kommst hierher und bringst keine Kunstwerke mit. Nun, unsere Zuschauer, was werden die tun? Wenn sie sich für dich interessieren, dann gucken die natürlich im Internet nach, nicht? Definitiv. Da gibt es eine tolle Webseite von dir, ist kein Geheimnis, ne? Kann man drauf gucken, dann erfährt man Dinge, Smartphone die man in dieser Sendung überraschenderweise nicht erfährt. Und da sagt der geneigte Zuschauer natürlich erstmal, warum machen die Fernsehsendungen, wenn man da nichts sieht? Genau. Ich mache hier bei Tide auch die Sendung Cosmosimo, die Kunst vom Hören sagen. Das ist eine Radiosendung eigentlich. Da steht zwar auch eine Fernsehkamera in diesem Radiostudio, die uns bei der Radioarbeit zuguckt. Aber wir müssen es ja auf den Zuhörer und nicht auf den Zuschauer abstellen, weil der Zuhörer sieht ja nichts. Also müssen wir Bilder in den Köpfen unserer Zuhörer erzeugen, die dann natürlich auch der Fernsehzuschauer in dem Fall mitbekommt in diesem Format. Wir haben das neulich schon zusammen gemacht, diese Sendung. Die ist mal gelaufen hier vor kurzem. War prima, ne? War eine prima Geschichte, prima Resonanz. Also das funktioniert bei den Leuten natürlich. Und im Grunde genommen machst du das ja ganz schlau. Du setzt dich hier hin und sagst, ich bringe gar keine Bilder mit. Ich mache mich erstmal interessant. Und baust damit einen Spannungsbogen auf. Das führt natürlich zwangsläufig zu einer neuen Einladung, weil ich sagen muss, naja, das nächste Mal bringst du gefälligst Bilder mit. Wir machen hier Fernsehen mit dir. Ne? Aber der Trick ist gigantisch. Das gleiche mit diesem Buch. Never Look Back Again. Was auch immer das dann definitiv bedeutet. Denn wir wissen es ja nicht. Ich darf ja mit dir auch nicht über deine Vorvergangenheit reden. Das ist auf keinen Fall. Ich darf ja auch nicht mit dir über private Themen reden. Eigentlich darf ich gar nicht mit dir reden. Also, trotzdem ist schon so viel Sendezeit verstrichen. Das macht Neugier, ich finde das toll. Das ist was Besonderes. Ihr seid da ganz anders. Ihr habt Bilder mitgebracht. Die kann man sich jetzt ansehen. Wir haben hier rechts, das ist Aquarell, ne? Da ja, habt ihr vorhin drüber gesprochen. Hilke Hein.
Und ich sag mal, als Hamburger Jungen, Rigmarigmas. Hm? Rigmarigmas. Oder? Was ist da zu sehen? Das ist doch die Rigmarigmas. Nee, das ist die Gokfok. Das ist die Gokfok, das Grüne? Ja. Die Gokfok ist doch weiß, die ist doch nicht grün, ne? Ich hab's damals so gemacht, aber das kann durchaus sein. Liege ich wirklich so falsch, so schief? Dann was? Hermann, was sagst du dazu? Was ist das für ein Schiff? Also, ist das, ich hätte ja auch Rigmarigmas gesagt, aber weil die da in der Gegend liegt, ne? Irgendwo dahinter müsste auch irgendwie die Entwicklung. Ja, die Umgebung, das so kann sein, ich nicht so genau definieren. Ich wäre über dieses Grün gekommen. Dann habe ich es nicht besser gewusst. Nee, muss man, finde ich, auch gar nicht so genau. Ob das das eine oder das andere ist. Aber wurde nicht mal restauriert und renoviert, die Gokfok? Also die Gokfok wurde noch nicht renoviert. Sie soll renoviert werden für 35 Millionen. Dann hat man gemunkelt, es soll ein Neubau geben. Das war damals auch irgendwie Renovierung schon. Ja. Also du hast die vor der Renovierung gemalt und die war früher grün? Das kann sein. Ich habe es mitgekriegt, ich bin zwar kein Hamburger, aber ich habe mitgekriegt in den Medien, dass sie vor 3 oder 4 Jahren wieder auf See ist und dass sie... Das ist noch schon länger her. Nee, die Gokfok. Das soll die Gokfok sein, nicht direkt mal irgendwas. Weiß man nicht. Einfach ja sagen. Ja. Ja gut, also ich habe die Gokfok als weiße Lady im Kopf. Und meines Wissens ist die auch eigentlich immer unterwegs gewesen. Im Moment liegt sie wohl noch im Dock, weil sie wohl nicht mehr so ganz seetüchtig ist oder so. Das verursacht diese Kosten von 35 Millionen oder irgendwie sowas. Also ich hab das so in Erinnerung, dass die irgendwo im Lübecker Hafen saniert oder renoviert worden ist und da die Millionen reingegangen sind. Aber ich habe es ja auch weiß in Erinnerung. Ja, ne? Ja. Na gut, aber egal, künstlerische Freiheit, was auch immer auf dem Bild zu sehen ist. Drumherum ein gewisses Stilleben, nicht? Flaschen, ja, das ist wie gedacht wie ein Fenster, wo man rausguckt. Ja, würde ich so erkennen. Ja. Zweifelsohne. Ganz anders hier daneben, ne? Ganz andere Stilrichtung, aber das ist ja auch kein Aquarell, das ist Öl. Nein, das, ne? Ist Öl, das sind beides Ölbilder. Ja, und da hat Nassermann vorhin gesagt, Chiemgau, ne? Ja, ich habe vermutet, weil ich kenne diese Landschaft auch aus Bayern oder aus der Schweiz oder Italien. Berge. Lago Maggiore oder Starnberger See oder wie immer. Ist jetzt jedenfalls nicht typisch Hamburg. Ich habe gedacht, als Fjord, ich habe damals das total aus dem Kopf gemacht. Okay. Nie da gewesen oder nachdem du da warst? In der warst? Zwischenzeit bin ich da gewesen, habe das gesehen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht gesehen. Das heißt, das Bild ist jetzt entstanden. Ich habe es als Entwurf für einen Holzschnitt gemacht. Aha. Okay. Es war genau so. Und das hinter mir, das ist aber jetzt Zirkus, ne? Ja. Was soll der Zirkus? Das ist auch aus dem Kopf. Okay. Man sieht aber eine gewisse Stilrichtung. Es ist farbenfroh. Ja. Und unkritisch, unproblematisch. Ich sage nicht dekorativ, nein, so böse bin ich nicht. Nein, es ist leichte Kost, will ich auch nicht sagen, aber es ist wirklich etwas für, ich kann mir vorstellen, im Publikum auch jüngere Menschen, die so etwas sammeln. Kann das sein? Das könnte sein, während junge Leute ja heute gar nicht Bilder kaufen. Na, das kann nicht sein. Komm, du hast einen tollen Galeristen. Also das funktioniert damit, da machen wir keine Sorgen. Also ich glaube, dass sich deine Bilder gut verkaufen. Hand aufs Herz. Hm? Ja. Wird schon, also, weiß nicht, ob das nun alles alte Leute sind, die deine Bilder kaufen. Aber ich finde, das sind Bilder, wo ich mir vorstellen kann, alleine von der Farbgebung her. Das ist jung und fröhlich und jugendlich. Bei unserem Freund Hermann ist es eher klassisches Aquarell, nicht? Also ich habe diese Bilder so ausgesucht und habe gedacht, das zeigt so ein gewisses Spektrum von Aquarellbildern. Es ist ein klassisches Aquarell. Es sind aber auch
Besonderheiten dabei, wenn du das zum Beispiel das zweite von links nimmst mit dieser Waldlandschaft, das ist auf dem Darß gemacht, auf Fischland Darß. Mhm. Das ist zum Beispiel überhaupt kein Aquarellpapier, sondern es ist ein ganz glattes Fotopapier, so wie wir das kennen, wenn wir so Fotokalender haben. Es ist also ganz glattes Papier, wo der Pinsel ausrutscht, wo du ganz viel Pinselspuren siehst, wo die Farbe ganz langsam trocknet, weil sie nicht einsinkt. Also dieses, was man klassischerweise so dem Aquarell zuschreibt, du musst zügig arbeiten, weil die Farbe einsinkt. Also du kannst immer nur Papier, Aquarellpapier? Ja. Ne? Das, du kannst immer nur dunkler werden. Du musst dich am Anfang entscheiden, was soll weiß bleiben. Weil das, was du zu Papier bringst, ist nicht mehr zu korrigieren. Das ist so dieser Grundsatz. Das ist bei diesem Papier überhaupt nicht so. Und inzwischen gibt es das auch als, also das ist, wenn wir das umdrehen würden, dann siehst du da ein Kalenderblatt von 2001 oder irgendwie sowas. Das gibt es inzwischen auch als professionell hergestelltes Papier. Aber das hat dann, weil die Farbe obendrauf bleibt, du kannst sie hinterher mit dem Pinsel hin und her schieben. Sie trocknet ganz langsam. Du kannst auch mit dem Wasserzerstäuber raufgehen. Es wird fast wieder weiß. Es ist ein tolles Arbeiten. Es ist ein tolles Arbeiten, weil du kannst auch immer weitermachen, wieder neu, wieder das weiß machen. Irgendwann wird es lästig, weil du denkst, ich möchte das Bild doch mal fertig haben. Und dann musst du es imprägnieren. Weil, wenn also imprägnieren heißt fixieren? Fixieren, ja. Okay. Man muss es dann fixieren, weil auch sonst, wenn es mal irgendwie nass wird, würde das Blatt wieder zerstört werden. Aber auch zu seiner eigenen Beruhigung und zu sagen, das Bild ist jetzt mal fertig. Weil wenn es erstmal dann fixiert ist, dann nimmt es keine Farbe mehr an. Das ist das so. Ne? Also es dient nicht nur dem Fixieren des Bildes als solches, das unter der Fixierung liegt, sondern darauf kann man auch nichts mehr aufbringen. Nein, dann nicht mehr. Nach der Fixierung nicht okay. mehr. Wie ist das bei Öl? Da kann man immer noch mal drüber, nicht? Bei Öl kann man wieder drüber. Aha. Bei Aquarell, also das, was man festgelegt hat, wenn das getrocknet ist. Werden deine Bilder auch fixiert? Nein. Die werden nicht fixiert? Nein, also das ist nicht fixiert. Also das zieht ein in das Papier. Also du hast das klassische Aquarellpapier, im Gegensatz zu Hermann in dem Fall. Ja. Und dann zieht es ein, dann bleibt das so. Da muss man da ist dann auch, wenn das angetrocknet ist oder lasieren kann man natürlich, Übergänge kann man schaffen, aber was drin ist, ist drin. Mhm. Und was, das Weiß muss auch ausgespart werden, genau geplant, also diese Würfelelemente, das war immer, ist weiß geblieben. Ja, und nun wird die Sache für mich schwierig, weil jetzt möchte ich Nassermann natürlich fragen, wir müssen ja irgendwie mal Bilder in den Köpfen der Leute erzeugen, was der Nassermann denn so an Kunst erschafft. Es ist gar nicht so schwer, es ist einfach nur eine Frage der Frage. Die Frage ist, was mache ich? Klar, ich habe begonnen als 7-Jähriger, Kunst zu machen, unbewusst, es war aus der Leidenschaft heraus. Und in der Klasse habe ich, ich war sehr ungeduldig als Schüler damals, ja, bis die Pause kam. Und dann, klar, kommt halt eben die Pause, dann fange ich an, ich gehe nicht raus zum Spielen, ich blieb halt in der Klasse und habe einfach mal immer in den Büchern habe ich immer die hintersten Seiten genommen und da gezeichnet. Und irgendwann mal haben die Mitschüler entdeckt und haben gesagt, boah, toll, was du da machst. Kannst du mich auch mal porträtieren? Könnte ich. Dann habe ich angefangen. Und das hat sich so hoch geschaukelt, bis irgendwann mal dafür die Schüler zahlen wollten. Also dafür Geld gezahlt haben. Ja, ich will das Erster und ich will das unbedingt machen. Dann ging es halt los. Und so hat meine Karriere als Künstler begonnen. Bis ich natürlich erwischt worden bin und dann gab es Strafen in der Schule und so weiter. Also das durfte man bei dir in der Schule nicht? Es dürfte ja nicht. Ja. Es dürfte okay. nicht. Keine Ahnung, aus welchen Gründen. Ich würde es sofort wieder einführen, aber egal. Ich habe dann irgendwann mal, also 80er Jahre, 70er Jahre bin ich ja geboren, 80er Jahre. Die Zeit war für mich so spannend, weil dann, wir hatten ja einen großen Fernseher und zu Hause
Und ich habe immer gesagt, wow, das finde ich so toll, diese Bilder, diese Farben. Und das finde ich so, so toll. Ich will unbedingt mal was machen. Ne? Und genau. Und dann irgendwann mal, als ich dann meine Karriere begonnen habe, offiziell als Künstler, ich habe einfach gesagt, ich will mir eine Kamera kaufen und dann anfangen, parallel zum Zeichnen mit Aquarell und auch mit Bleistift, will ich unbedingt Fotos und auch noch Videos machen. Und irgendwann mal ging es einfach der Übergang direkt halt zum Video und dann habe ich da mich eingearbeitet und nur noch Videos gemacht. Und zwar eins am anderen, bis ich dann gemerkt habe, ich könnte sogar auch meine eigenen Wünsche, meine eigenen Gedanken, meine eigene Fantasie in diesem Video auch noch mal reinbringen. Also Grenzen überschreiten. Ich habe auch viele Videos unter Wasser gemacht zum Beispiel. Ich habe mit dem Wasser unglaublich viele schöne Verbindungen, ja, und auch noch eine traumatische Verbindung, auch natürlich durch einen Unfall, was ich schon mal früher hatte, als Kind, als Dreijähriger. Und seitdem ist für mich Wasser ein Element, was mich begeistert und was mich dazu pusht, mehr zu machen. Ja, obwohl das du hattest als Dreijähriger einen Unfall im Zusammenhang mit Wasser. Genau. Und seitdem bist du begeistert vom Wasser. Ja, es ging darum, dass ich in einem Bungalow, meine Eltern hatten einen Bungalow früher am Strand und dann, ich ging einfach als Dreijähriger einfach in die Küche vorbei und ziehe einfach meine Tischdecke runter. Der Tisch war ja natürlich so groß, ne, in der Küche, weil da einfach ein bisschen dieses Panoramabild war. Und dann irgendwann war da ein Topf voller heiße Suppe drauf. Ich war komplett verbrannt. Oh, dafür siehst du aber gut aus. Genau. Das Erste, was mein Vater gemacht hat, er dreht sich um, er guckt mich da an, schmeißt mich einfach in den Pool rein. Pool war 4 Meter tief. Ich konnte ja nicht schwimmen. Ich war einige Sekunden da drin. Ich könnte es einfach mal nach meiner Erinnerung, weil ich kann mich nicht gut erinnern. Die Erzählungen von den Erwachsenen war so, dass sie erst mal gesagt haben, es brach Panik erstmal, oh mein Gott. Und dann liege ich einfach im Wasser drin unten. Und es war so schön ruhig und blau. Und ich war alleine da. Und ich hatte keinen Moment Angst gehabt da unter Wasser. Im Gegenteil, ich war einfach total entspannt. Und ich habe es bewundert, diesen Moment einfach zu genießen. Kannst du dich daran erinnern? Ich glaube schon mal, das Gefühl habe ich noch. Das Gefühl komischerweise habe ich noch. Aber alles andere drumherum konnte ich nichts mehr. Nachdem mir die Eltern auch erzählt haben, was passiert ist und dass sie irgendwie doch gemerkt haben, oh Gott, ich muss ihn da rausholen, der kann ja gar nicht schwimmen. Er ist schnell wieder runter und dann wieder rausgeholt. Und dann wieder schnell ins Krankenhaus und so weiter. Das waren so Geschichten, da habe ich keine Erinnerung daran. Das Gefühl ist da geblieben. Und dieses Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich ins unter Wasser gehe und was mache. Also entweder Filme drehe, ich nehme meine Kameras mit. Mittlerweile habe ich mit der deutschen Nationalmannschaft im Synchronschwimmen auch gearbeitet, an einer Installation. War ein wunderschönes Gefühl und 6 Meter Tiefe muss man erstmal vorher trainieren. Also ich habe es einfach aus dem Nichts gemacht. Ich habe nach und nach gemacht und ich fand das total entspannend und wahnsinnig anziehend. Und dann ging es ja weiter. Aber Das ist natürlich nicht aus dem Nichts entstanden, sondern es ist wahrscheinlich auch die Vergangenheit, die einfach einem einfach einholt oder vielleicht ein bisschen inspiriert. Ja, es muss nicht irgendwo negativ sein. Ja, es könnte auch positive Erinnerungen mitbringen. Und das hat mich dazu gepusht, einfach dann Dinge zu machen. Und dann ging es halt weiter, indem ich auch einen Sound entdeckt habe. Ich könnte auch Sound machen. Ich bin kein Musiker. Ich lasse es andere machen, die richtige Musiker sind. Also ich habe nur versucht, mit allem, was ich habe, ich habe eine 50 Jahre alte Orgel, elektronische Orgel gekauft und habe einfach rumexperimentiert und dann auch meine Videos vertont, ja, und dann immer wieder weiter und dann habe ich ein paar Geräte angeschafft und immer weiter experimentiert, bis ich gemerkt habe, ja, das kann ich, ja, und das klingt genau das so, wie ich haben will und dann ging es weiter. Also möglicherweise ist Nassermann Videokünstler und man kann Videokunst kaufen. Absolut, ja, auch. Das könnte so sein. Was inspiriert dich, Hilke? Was inspiriert dich? Videos nicht. Also. Nein, aber was inspiriert dich? Also wir haben, alles? Wir haben ja gerade gehört, bei Nassermann war das eigentlich erstmal so ein traumatisches Ding, das ihn auch durchs Leben getragen hat, nachdem er diese Dramatik von Feuer und Wasser überlebt hat. 2 Elemente. Das trägt ihn eigentlich heute noch. Aber was hat dich angetrieben dein Leben lang in der Kunst? Ich habe das einfach, fand ich schön. Mein Vater ist künstlerisch tätig gewesen.
Es lag also in der geerbt Familie. Es war ein bisschen vorgelegt. Ja. Ja. Und wahrscheinlich auch die Liebe, die Ehe mit deinem Mann? Künstlerhaushalt? Das war sehr entscheidend mit letzten Endes, ja. Auch dass man das zusammen machen konnte. Oder mein Vater ist im Krieg gefallen und meine Mutter hatte keinen Sinn dafür. Also ich durfte das praktisch eigentlich nicht machen. Ach so. Und deswegen, aber es war mein innerster Wille, es hat sich dahin ergeben auch. Und Hermann? Also bei mir war das so ein bisschen widersprüchlich. Ich bin so, oder das Zeichnen, das ist eigentlich so meine Sache, die habe ich von Anfang an gemacht. Ich soll, also wenn man meine Mutter erzählt, ich hätte mit einem Jahr angefangen zu zeichnen. Und zwar hätte ich immer Autos gezeichnet. Sie sagt auch, ich hätte, das erste Wort, was ich hätte aussprechen können, war Auto und nicht Mama. Ah ja. Und ich habe später das auch in der Schule, dieses Bücher bekritzeln. Das waren immer Autos, das waren immer Berge von Autos. Und das Zeichnen fiel mir auch immer sehr, sehr leicht. Bis heute auch. Und das Malen, das hat einen ganz anderen, da hat mich ganz was anderes angetrieben. Es gibt ja im Architektur, wenn du Architektur studierst, hast du irgendwann im zweiten, dritten Semester mal Aquarelle malen. Konnte ich überhaupt nicht. War mir völlig fremd. Und habe später erst, da war ich schon gut 30, fand ich Bilder, Aquarellbilder so schön. Ob das Turner war oder Nolde, weiß ich nicht mehr so genau. Aber diese Aquarellbilder fand ich so schön, es war mir fremd, aber da war einfach dieser Wunsch, ich will es können. Und mit so einer Art brachialen Gewalt habe ich mich dran gemacht. Und das ist auch bis heute so. Meine Alltagsbeschäftigung, könnte man sagen, ist das Zeichnen. Da ist kein Risiko dabei. Das wird, ich könnte mich auch hier jetzt hinsetzen und euch alle mal kurz zeichnen, wer hier so sitzt. Aber beim Malen ist immer das größere Wagnis da. Und das ist für mich auch, da steckt auch dieser ständige Treibstoff drin. Ne? Dass du immer was mal wieder nicht kannst. Immer mal wieder einen Papierkorb gebrauchst. Das ist, glaube ich, das, was mich antreibt. Mhm. Aber darf ich noch einen Satz zu Jan Assermann? Du bringst, also diese Sache mit dem Markt, du bringst das sehr überzeugend drüber, finde ich, dass du dich da ganz wenig verbiegst. Ich glaube aber, dass man sind so Gedanken, die mir eben durch den Kopf gingen, ich glaube, dass man das ganz wenig allgemein sagen kann. So ein Beispiel, ich habe in der letzten Zeit viel mit jungen Künstlern zu tun gehabt, weil diese Galerie, die ich schon erwähnte, die bringt also immer wieder neue, junge Künstler raus, macht eine Vernissage und ich bin in der Galerie so gut eingefädelt jetzt, dass ich immer die Künstler vorstellen darf. Ich darf eine kurze Rede halten und was zu deren Bildern sagen. Also setze ich mich vorher mit diesen jungen Leuten zusammen und sage, was ist los, was machst du? Und da kommen manchmal Dinge raus, dass jemand was ganz Außergewöhnliches, was eben irgendwo neben der Spur ist. Ne? Genau. Ich sage, warum machen Sie das? Wie sind Sie denn darauf gekommen? Und da sagen die manchmal, ich habe mir vorher angeguckt, was es noch überhaupt nicht gibt. Und das habe ich gemacht. So, und da kannst du jetzt natürlich sagen, ist das noch Freiheit? Oder ist das nicht eine ganz enge Ausrichtung auf den Markt? Also, wenn jemand sagt, ich mache was, was es noch nie gegeben hat und deshalb erhoffe ich mir davon Anerkennung, ne? Etablierung. Genau. Ist das dann noch Freiheit? Oder ich finde es bedenklich. Ich finde, dass ich würde für mich immer irgendwie beanspruchen, ich male meine Bilder, weil ich sie gerne male. Ob die jemand neben mir oder hinter mir auch gerne macht, ist mir eigentlich völlig wurscht. Das stimmt nicht. Du hast vorhin gesagt, wenn ich nichts verkaufe auf einer Ausstellung, dann bin ich schon ein bisschen trübsinnig und denke darüber nach, keiner mag meine Bilder. Okay. Da würde ich beim Widerspruch erwischen. Ja, da, klar. Da würde ich aber dazu was sagen. Und zwar, das ist auch ein Widerspruch.
zu der Frage, würde ich mal sagen, ja, diese jungen Leute, die haben natürlich recht. Ich bin ja auch Dozent in verschiedensten Kunstakademien, auch hier in Deutschland. Und jedes Mal, wenn ich einen Workshop gebe, ich sage den Leuten ganz einfach, sucht in euch rein, schaut, was es euch eintreibt. Das ist der eine Komponente. Der andere, sucht euch auch alle Informationen, was es schon mal gibt. Und diese Komponenten, beiden zusammen, bedeutet lange nicht, dass wir ein Kunstwerk sehen können, sondern wir können eine Persönlichkeit entdecken. Diese Persönlichkeit forscht und arbeitet daran, etwas Neues, Eigenes zu kreieren. Und das Persönliche und das, dieses Neue für eine Person ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja nicht, dass jeder dasselbe macht. Ja? Warum ist Van Gogh sozusagen als großer Künstler gefeiert worden? Weil seine Technik, die er auch ganz am Schluss entdeckt habe von seiner Karriere, weil er damals hatte auch schon viele Sachen gemacht, die war besonders. Die war plötzlich ganz anders. Oder Picasso. Der hat vorhin auch realistisch gezeichnet und gemalt. Und das war einfach ein Flop, sage ich mal so. Ja? Ich war nicht dabei, aber angeblich. Und irgendwann, als er angefangen hat, auf diese verrückte Art und Weise, diese kreative Art und Weise und limitless, also ohne Grenzen zu arbeiten, ohne Vorschriften zu arbeiten, das hat plötzlich bei den Menschen etwas erweckt. Und das ist das, was ich für attraktiv sehe. Jeder darf was Eigenes kreieren. In dieser Welt der Kunst, wo wir eigentlich ungern Grenzen und Regeln haben. Ja? Regeln und Grenzen machen die Kunst total unattraktiv. Ja? Und ich möchte meine Kunst machen, indem ich einfach so frei mich bewegen kann. Natürlich haben wir schon über eine Radiosendung über Satire gesprochen und wo geht dann halt irgendwann zum anderen. Ja? Also es bleibt nicht bei mir, es geht zum anderen. Dann verletze ich vielleicht jemanden. Das wollen wir natürlich nicht. Ja? Jemanden verletzen geht das ja nicht. Aber zumindest solange ich ein Spektrum erweitere und ich habe immer noch Spielraum und viele Möglichkeiten, da arbeite ich dran. Und da mache ich das, was ich am liebsten mache, nämlich immer kreativ weiterarbeiten und immer innovativ arbeiten. Das ist ja das, was in der Kunst leider sehr wenig zu sehen ist. Innovation. Ich wollte deinen Standpunkt da nicht angreifen. Ja. Ja, ja. Das ist sehr glaubwürdig, was du sagst. Allein bei mir bleibt da so eine Skepsis. Manche Dinge, die ich mir manchmal angucke, da habe ich das Gefühl, da sind auch so Trittbrettfahrer unterwegs, die ganz alleine damit spielen, ich mache hier was ganz Verschlüsseltes. Mhm. Das können die meisten Leute überhaupt nicht begreifen. Aber daraus oder dadurch nehme ich sie so in meinen Schlepptau. Jeder seine Nische natürlich in der Kunst. Und ich denke, jedes hat seine Berechtigung. Auch die Freiheit, vielleicht das zu machen, was ich machen muss, damit ich Erfolg habe. Ihr Lieben, das war's schon wieder ganz, ganz kurzweilig, ganz tolle Gäste. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Höcke Heine. Liebe Grüße an Professor Carsten, deinen lieben Mann. Ja, ich bedanke mich natürlich bei Nassermann und ich bedanke mich bei Hermann Henriesen in diesem Fall. Und freue mich, dass ihr da gewesen seid. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet das nächste Mal wieder ein. Nächsten Monat, dritter Montag. Im Monat 21 Uhr, da ist immer die Premiere der neuen Was kunst du? Dankeschön und goodbye.